Hallo und herzlich willkommen auf meinem Pinselpfoten-Kanal und willkommen zu einem neuen Teil von meinem BAF-1x1. Das müsste jetzt das vierte Video sein aus der Reihe und heute machen die Theresa und ich ein Q&A zusammen und wir haben beide Fragen gesammelt auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Instagram-Kanal und bei Facebook und werden jetzt heute so ein kleines Q&A machen und auf eure Fragen eingehen. Wir machen das so, ich lese die Fragen vor, damit ich hier überhaupt was zu sagen habe. Und die Theresa wird sie beantworten mit ihrem unfassbaren Fachwissen. Und Abby schlägt mich in der Zeit sauber. Und Abby, ja. Yeah. Ich starte mit den Fragen, die ich über Instagram bekommen habe. Die erste Frage von Ellie vom Hilskjalf. Falls ich irgendwas falsch sage, das passiert. Kann man als unsicherer Einsteiger einfach BARF mit normalem Futter, also Trockenfutter, Nassfutter, abwechseln, damit Hunde alle Nährstoffe bekommen und der Hund war im Wachstum? Also da ist so ein, das nennt man ja ganz gerne Teil-BARFen. Also wird es von vielen auch genannt, dass man einen Teil in BARF-Ration macht und einen Teil Fertigfutter, entweder in getrennten Portionen oder halt gemeinsam füttert. Da ist so ein bisschen zu beachten, also man kann jetzt nicht so richtig sagen, ob das bedarfsgerecht ist, weil man weiß ja nicht, ob das Fertigfutter bedarfsgerecht ist. Das ist immer so eine Sache, man sagt immer, ja, es war bedarfsgerecht, aber man weiß es beim Fertigfutter eigentlich auch nicht. Das ist also, man weiß es bei Fertigfutter nicht. Das wird halt auch nicht kontrolliert, das ist so ein bisschen schade. Es gibt da auch Bedarfswerte, die rausgegeben werden und an denen sich die Hersteller orientieren sollen, aber es wird halt nicht überprüft. Deswegen kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Ration dann bedarfsgerecht ist. Wenn man das jetzt so macht, dass man davon ausgeht, die Fertigfutterration ist bedarfsgerecht und dann eine bedarfsgerechte BARF-Ration macht, alles zur Hälfte so, ja. Dann kann man davon ausgehen, es ist bedarfsgerecht, aber es ist alles so ein bisschen vage. Was man auch machen kann, ist, dass man sich die Zusammensetzung von dem Fertigfutter anguckt und dann so ein bisschen ausrechnet und berechnet. Das ist aber auch alles ein riesen Hin und Her, ein riesen Aufwand. Und ich muss auch sagen, viele Berater, die machen auch solche Pläne gar nicht. Okay. Also, weil das macht großen Aufwand und das ist halt mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Also eigentlich gar nichts für Anfänger? Ja, ich würde es nicht machen. Okay. Also wenn ich jetzt einen Kunden habe, der das gerne möchte, dann mache ich es halt so, dass ich die Hälfte des Bedarfs halt einfach als BARF-Portion mache. Und was derjenige dann als zweite Ration füttert, muss er dann selber wissen. Aber da lege ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer, dass der Hund dann bedarfsgerecht gefüttert wird. Weil ja. Ich kann nicht für ein Produkt einstehen, was ich nicht gemacht habe. Sozusagen. Ja, ja. Und könntest du das jetzt dann einfach überprüfen, wenn er sagt, guck hier, das Futter fütter ich. Kriegst du das hin, das bedarfsgerecht zusammenzuschmeißen oder ist das dann viel zu aufwendig, beziehungsweise kennst du die ganzen Inhaltsstoffe gar nicht richtig von dem Futter? Ja, das Problem ist so ein bisschen beim Fertigfutter, dass man weiß halt nicht, wie stark erhitzt wurde es zum Beispiel beim Hersteller, weil das hat auch wieder, ich glaube, zu so einer Frage kommen wir dann auch. Okay. Das hat auch noch einen Einfluss auf die verschiedenen Nährstoffe, weil nicht alle hitzestabil sind und so weiter. Dann gibt es verschiedene Nährstoffe, die künstlich zugesetzt werden. Da weiß man auch nicht so richtig, wie viel davon kann der Hund jetzt wirklich aufnehmen. Also es ist halt alles so ein bisschen raten. Und das okay. ist halt, das finde ich halt sehr schwierig. Ja, okay. Deswegen müsste man eigentlich immer davon ausgehen, dass das Fertigfutter halt bedarfsgerecht ist und dann einfach eine bedarfsgerechte BARF-Portion dazu. Okay, geben. Aber man weiß es nicht zu 100%, ja. Ob es dann... Okay. Ich finde es sicherer, dann einfach lieber eine komplette BARF-Ration zu machen und macht auch nicht mehr Aufwand, weil die BARF-Ration muss man trotzdem portionieren. Und dann kann man es ja gleich eigentlich für komplett machen. Ja, und man hat ja gesehen, so schwer ist das mit dem BARFen gar nicht. Ich habe es auch hinbekommen. Frage Nummer 2, ich denke, das hast du, also ich fühle mich informiert. Ansonsten schreibt mal in die Kommentare, vor allem die Person, dann kann ich ja nochmal drauf eingehen. Genau, also generell, wenn irgendwelche Fragen offen sind oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr uns dann mit Fragen bombardiert, neuen Fragen, dann müssen wir halt nochmal ein zweites Q&A machen, aber sonst kann man auch probieren, das so zu beantworten, zumindest du. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar hat jemand gefragt, auf Instagram, ist ein Blutbild geeignet, um zu prüfen, ob ein Hund alles bekommt, was er soll? Ja, also Blutbild ist so eine Thematik für sich. Das ist halt extrem komplex, dieses ganze Gebiet. Allgemein
kann man eher sagen, dass Blutbild dafür gemacht ist, Erkrankungen zu sehen. Also das heißt, wenn man zum Beispiel falsch gefüttert hat über Jahre, dann kann man eine Erkrankung im Blutbild erkennen. Es ist aber auch relativ schwierig, das wirklich zu diagnostizieren. Da muss man sehr viel Ahnung haben von Blutbildern. Das macht auch nur ein Tierarzt. Also ich bin kein Tierarzt und ich will das auch nicht machen, also mir da ein Urteil bilden. Und es ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema. Ja. Beim Thema Fütterung gibt es jetzt immer mehr so Anbieter, die ein BARF-Profil als Blutbild anbieten. Ja. Das ist aber auch sehr kritisch zu sehen, weil das ist extrem abhängig davon, also von ganz vielen Faktoren. Es ist abhängig davon, wann hat der Hund das letzte Mal oder das Tier das letzte Mal gefressen. Also wie lange ist das vom Blutbild her? Mhm. Das hat einen großen Einfluss, die Tageszeit hat einen Einfluss. Es hat auch Rasse, also vor allem bei Katzen haben die Katzenrassen tatsächlich einen großen Einfluss auf bestimmte Parameter. Und dann auch sowas wie, ist der Hund trächtig oder die Katze? Laktation zum Beispiel hat auch einen großen Einfluss. Das Alter des Tieres hat einen Einfluss, also da spielt ganz viel in die ganzen verschiedenen Parameter rein. Hm. Und deswegen ist es sehr mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal. Also ich würde mir das Geld lieber sparen. Was man machen kann, ist zum Beispiel Urintest machen. Da kann man auch so ein paar Sachen, also ja. Zum Beispiel kann man da schauen, ob der Jodgehalt gut im Futter, also passend im Futter ist für das Tier, wenn man sich da irgendwie unsicher ist. Ich glaub, ja, die muss runter. Da kann man zum Beispiel einen Urintest machen, aber ansonsten würde ich immer empfehlen, wenn man sich jetzt wirklich unsicher ist, dass man dann von einem Berater das wirklich mal durchrechnen lässt. Also ja. Der kann dann anhand des Plans, also muss man genau, der Berater muss dann genau wissen, so und so viel Gramm pro Woche fütter ich das und so viel Gramm das. Also ganz genau, ob es nun zum Beispiel Rindermuskelfleisch ist oder so, spielt eine Rolle oder ob es Pferd ist, das sind halt schon noch Unterschiede. Okay. Dann berechnen wir das alles anhand der Bedarfswerte, die ein Hund oder eine Katze hat. Und dann können wir auch Aussagen dazu treffen, ob alles drin ist in der Ration, die man hat. Okay. Das ist eher noch die sicherste Methode. Aber ja, also Blutbild, schwierige Sache. Also okay, ich verstehe. Sehr nervös, genießen. Ja, das ist halt irgendwie so das, wo jeder denkt, ach naja, dann mache ich halt mal ein Blutbild und dann sehe ich schon, ob das passt mit dem Barfen. Aber gerade, weil du ja schon sagtest, man sieht ja, wenn dann überhaupt die Krankheiten, dann ist es ja eigentlich auch schon zu spät. Richtig. Das ist halt ein bisschen, okay. Was halt im Blutbild auch nicht mit drin ist, ist zum Beispiel, dass der Körper bestimmte Stoffe in Organen oder auch im Skelett speichert. Also zum Beispiel Calcium. Wenn da wenig im Blut jetzt zu finden ist, heißt es das nicht, dass er zu wenig Calcium hat, das Tier, sondern irgendwie 99% oder so speichert der Hund das im Skelett, also in den Knochen, Zähnen und so weiter. Und dort holt er es auch erstmal raus, wenn er es braucht und kein Calcium bekommt. Das bedeutet, wenn ich jetzt meinem Hund kein Calcium füttere, kann es trotzdem auch im Blutbild teilweise auch gut aussehen, weil er sich das einfach aus den Knochen zieht. Okay. Ist natürlich nicht gut für die Knochen. Natürlich nicht. Also solche Sachen, also Hunde können das sehr, sehr gut kompensieren. Okay. Also solche Fütterungsfehler und deswegen sieht man es meistens erst nach Jahren. Okay, verstehe. Das ist halt so ein bisschen schade. Es wäre natürlich schön, wenn man einfach einen Bluttest macht und dann weiß man, ob man alles richtig macht. Aber okay. Das ist leider nicht. Auf jeden Fall super interessant. Ist auch ein Riesenthema an sich. Also wenn es da auch Blutbilder von Kunden gibt, die sehr komplex sind, da gebe ich zum Beispiel auch gerne an andere Berater weiter, weil ich hatte zwar eine Weiterbildung speziell zu dem Thema, das ging auch über zwei Tage, also zwei Workshops waren das, aber selbst ich würde mir viele Sachen daraus nicht zutrauen zu interpretieren, weil das ein Riesenthema ist. Sehr komplex, okay. Genau. Ja, wie beim Menschen, da ist ja auch Blut sehr komplex. Richtig. Die dritte Frage, darf man Schlundfleisch füttern? Die Aussage desjenigen war, das Schlundfleisch hat Reste von der Schilddrüse und die Reste der Schilddrüse führen eventuell zu einer Hypertyreose, also zu einer Überfunktion der Schilddrüse. Das hat sie schon ganz gut erkannt, das kann wirklich ein Problem sein. Also ich zum Beispiel fütter gar kein Schlundfleisch. Ich auch nicht. Genau, weil es einfach so heikel ist. Es kann, also manche Hersteller sagen auch extra explizit, da ist jetzt kein Jod irgendwie drin, da ist keine Schilddrüse mit drin. Aber so richtig sicher, glaube ich, kann man sich nicht sein. Also bei verschiedenen Tieren ist es auch anders gelegen, wo die Schilddrüse ist. Ja. Beim Rind ist es halt sehr nah einfach am Schlund. Ja. Und da kann immer irgendwas passieren. Und mir ist es ein bisschen zu heikel, wenn mein Hund dann einen Jodbedarf kriegt, das eigentlich für ein Jahr eigentlich gedacht ist. Also ein großer, normaler, also
große Rasse braucht etwa ein Jahr, um einen Rind zu fressen. Also jetzt nur so ein Ausmaß. Und dann nimmt auf einmal mit einer Mahlzeit vielleicht der Hund so viel Jod, wie er in einem Jahr braucht. Ja, das okay. ist immer so als Relation. Und das ein Hund braucht ein Jahr, um einen... Das klingt so wenig. Ja, so ein Rind wiegt ganz schön viel. Ja. Aber so grob überschlagen ist es etwa so. Ja, okay, krass. Das ist auf jeden Fall unglaublich viel Jod, was ja. man vielleicht auch zu sich ja. nehmen kann. Und selbst wenn nur Teile da drin sind, ist es schon ein Problem. Und das wäre mir einfach zu heikel. Okay. Und es gibt ja genug andere Sachen, die man füttern kann. Ja, okay. Genau. Käse zum Beispiel. Zum Beispiel. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Bekommt der Hund eine Vitamin-A-Intoxikation, wenn man zu viel Leber füttert? Das zu viel ist halt so ein bisschen die Frage, was zu viel ist. Das kann tatsächlich passieren, weil Vitamin A ist ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, der Körper kann es speichern, nimmt es also komplett auf. Und bei zum Beispiel wasserlöslichen Vitaminen ist es so, dann wird es einfach ausgeschieden, wenn es zu viel ist. Das sind zum Beispiel B-Vitamine. Ja. Wenn man da zu viel in der Nahrung drin hat, kein Problem, das wird einfach ausgeschieden, kann der Körper sowieso nicht speichern und dann ist aber das Problem, da braucht es halt dann ständig diese Zufuhr. Vitamin A kann halt speichern, deswegen muss man zum Beispiel auch Leber jetzt nicht jeden Tag geben, das speichert er dann einfach, was er zu viel hat. Aber wenn man halt viel zu viel Vitamin A füttert, dann kann es eben zu einer Überdosierung kommen und okay. das kann halt gefährlich werden. Hm. Wenn man sich da an die normalen BARF-Regeln hält, passiert das nicht. Das Einzige, wo man halt aufpassen muss, ist bei Lebertran, wenn man Lebertran füttert. Da sollte man sich halt wirklich an die Dosierung halten, weil das kann man halt schneller überdosieren. Also man macht eher mal aus Versehen mehrere Löffel ja. Lebertran rein, als auf einmal 3 Kilo Leber zu füttern. Ja. Also das, so als Vergleich, das ja. geht halt dann schneller. Und bei Lebertran muss man ein bisschen aufpassen, aber wenn man sich an die normalen Regeln hält, passiert das nicht. Okay. Genau. Gut, sehr gut. Aber es kann theoretisch passieren. Die nächste Frage ist, darf man rohes Eiweiß füttern? Und wenn ja, in welchen Mengen? Irgendwie in Bezug auf Avidins. Avidin. Ah. Genau. Es geht da vor allem um das Thema des Vitamin Biotin. Also das ist ein Vitamin. Und das braucht der Körper auch. Wir füttern aber jetzt nicht Eier, damit der Hund Biotin kriegt, sondern das ist ganz normal in der Nahrung drin. Problem beim Eiweiß ist, dass es Avidin enthält. Und das Avidin, das zerstört sozusagen das Biotin. Und da denkt man sich, oh Gott, jetzt kriegt mein Hund einen Biotinmangel, was ja. nicht gut wäre. Passiert aber eigentlich nicht, wenn man das komplette Ei füttert. Das heißt, im Eigelb ist wiederum Biotin drin, also dieses Vitamin. Und das Avidin, was im Eiweiß drin ist, das zerstört zwar teilweise dieses Biotin, aber es ist viel mehr Biotin drin als Avidin. Okay. Dadurch ist es kein Problem. Wenn man jetzt aber zum Beispiel beim Kochen gibt es ja manche, oder beim Backen gibt es ja manche Rezepte, wo man ganz viel Eiweiß übrig hat. Dann finde ich es immer schade, wenn man es wegschmeißt. Sowas passiert in diesem Haushalt nicht. Sehr gut. Und dann kann man das natürlich einfach kurz anbraten oder kochen, weil dann wird das Avidin zerstört. Also durch Erhitzen wird es zerstört. Ah ja. Deswegen geben manche auch das halt gekocht, das Ei zum Beispiel. Das kann man auch machen, dass man das Ei kocht und dann gibt, weil dann ist eben dieses Avidin zerstört. Okay. Aber ansonsten kann man eigentlich komplett rohe Eier geben. Es wäre halt jetzt nicht gut, wenn man nur Eiweiß okay. gibt. Verstanden. In größeren Mengen, außer es ist halt gekocht. Okay. Okay. Gute, einfache Lösung dafür. Okay, die Maike hatte mir einen Artikel geschickt und zwar ging es in dem Artikel darum, dass Hunde durch das Barfen multiresistente Keime in sich tragen und damit den Menschen gefährden können. Wie ist das bei diesem Thema? Genau, das ist total viel durch die Medien gegangen. Es gibt da halt diese eine Studie dazu. Ja. Die ist von Niederlanden und dort wurden Futterproben, also Barf-Futterproben getestet und dort wurden verschiedene multiresistente Keime gefunden. Es waren eine ganze Reihe von Keimen, die da drin gefunden sind, das muss man so sagen, wie es ist. Es ist auch nicht erwartbar gewesen, es war eigentlich klar, dass es dort gefunden wird. Und dann wurde einfach dieser Rückschluss gezogen, okay, dann ist es gefährlich für den Menschen. Mehr Studien gab es dazu nicht zu dem Thema. Das okay. heißt aber auch, man sollte eigentlich dann noch ein bisschen tiefer schauen, okay, wie steckt sich der Mensch an? Das heißt, kann er sich anstecken? Über was kann er sich anstecken? Weil zum Beispiel nehme ich jetzt, wenn ich portioniere, nicht das Barf und esse dann vielleicht einen Apfel. Also würde ich jetzt das, nicht machen. Ja, wer sowas macht. Oder wenn ich zum Beispiel den Kot von meinem Hund auf
hebe, dann nehme ich normalerweise auch einen Beutel dafür. Ja. Deswegen ist die Frage, wie steckt sich der Mensch an? Und dazu müssen es eigentlich Studien geben, also noch gemacht werden, um da wirklich eine Aussage zu treffen. Die Nadine Wolf, von der hatte ich ja schon mal ein Video erklärt, die hat dazu tatsächlich auch auf YouTube ein Video gemacht. Verlinke ich in der Infobox. Genau. In dem i. Wo ist es denn? Da oder da? Man weiß es nicht. Ich werde es finden. Und die hat dazu genau zu dieser Studie auch ein Video gemacht. Mhm. Ich war nämlich damals auch sehr unsicher und viele von uns BAföG-Berater waren auch unsicher, weil wir die Studie nicht kannten. Wir hatten da auch so ein bisschen Angst, was ist denn da jetzt dran? Und sie hat das komplett auseinandergenommen, das Thema. Und sie spricht auch in diesem Video recht ausführlich dazu. Also okay. Wenn ich darüber informieren will, dann sehr gern. Was ich auf jeden Fall mitgeben will, ist ein Thema, das wird nämlich nicht so richtig beachtet, das sagt auch Nadine in dem Video nochmal. Wie ist es denn mit Trockenfutter? Weil es gibt ja auch eine Studie mit Trockenfutter, da haben sie jetzt andere Bakterien untersucht, aber da hat sich herausgestellt, dass auch im Trockenfutter multiresistente Keime dabei sind. Okay. Und auch sowas wie Staphylokokken und Streptokokken und so, das ist sowas, was okay. ein bisschen was sagt, also jedenfalls manchen. Genau, und das ist zum Beispiel auch an Trockenfutter dran. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, das ist noch weniger intuitiv, dass wenn man Trockenfutter anfasst, sich danach direkt die Hände wäscht. Das stimmt, also, mache ich selber nicht immer. Richtig. Nein, man nimmt das als Leckerli mit unterwegs, genau. Schmeißt dann die Leckerlis, geht nach Hause und dann hat man das ja vergessen, dass man oder das jemals in der Hand hatte. Und dann isst man halt einen Apfel. Ich hätte da auch vorher nicht dran gedacht. Ja. Aber dass man daran denkt, dass eigentlich da auch Keime drin sind, die man dann aufnimmt. Hm. Ist halt eine Sache, die weiß kaum jemand oder keiner. Da sind ganz viele Thematiken, wo man sich einfach anstecken kann. Man sollte sich bewusst sein, dass es das Problem gibt. Ja. Allgemein bei Futter bei Hunden. Und wenn man aber eine ordentliche Handhygiene und sowas macht, dann ist das meistens kein Problem. Okay. So, da das erste Video jetzt doch wieder sehr lang geworden ist oder generell das komplette Q&A wieder sehr lang geworden ist, gibt es hier jetzt einen Cut, damit es nicht zu viel wird. Und ich teile das Video, es eventuell kommt noch einer oder noch ein Teil, also dass es insgesamt zwei oder drei Teile vom Q&A sind und die kommen dann einfach nach und nach online und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video mit dabei und wünsche euch bis dahin erstmal alles Gute und ciao! Letztens hatte ich es schneller gefunden. Die sind schon steinalt, die hatte ich noch, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe. Ne, das ist halt Plastik, das hält ein, die werden mich überleben. Definitiv. Ja. Kauft solche Schuhe. Ebi, schmeckt's? Ebi, ist das lecker? Die kriegt nie was zu essen bei dir. Nee, natürlich nie.